Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie, Carsten Katz und das ist seine Frau Manuela, die ja gerade schwanger ist. Und wir haben ja die zwei Kids, den Alfons und die Kirsten. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Tradition beibehalte von der Tanja Katz, die ja zwei Kinder adoptiert und zwei eigene Kinder bekommen hat. Kommt jetzt ganz drauf an, was wir bekommen. Also falls wir nämlich hier auch Zwillinge bekommen, dann wären es ja schon vier Kinder und das würde mir tatsächlich reichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir heute das Kind bekommen. Schauen wir einfach mal. Also der Bauch ist zwar groß, aber es könnte noch mal einen Tag brauchen. Ich merke mir das irgendwie immer nicht so genau. Von daher schauen wir einfach mal. So, die Manuela habe ich gesehen, die ist ins Bett gegangen. Theoretisch möchte sie ja allgemein, also möchte sie ja die Medizinkarriere angehen und Klinikleiterin werden. Und jetzt ist sie halt schwanger und naja gut, schauen wir einfach mal. Und der Carsten, der ist hier unten, der lernt gerade dem Enzo noch was. Der Enzo ist bereits Knacker. Der Liborius, der ist noch unser Erwachsener. Wir haben ja die zwei Katzen auch noch da. Jo. Genau. Unser Carsten, der möchte ja die Goldhochzeit erreichen. Deswegen achte ich tatsächlich darauf, dass er und auch Manuela nichts irgendwie ja, im Weg geht und steht. Da muss ich mal ein bisschen drauf Acht geben. Gemalt haben wir die beiden schon. Und unsere... Ja, ich weiß, Telefon. Unsere... Hobbys muss ich tatsächlich noch nachgehen. Also da bin ich jetzt hier noch gar nicht so weit. Ist aber ja eigentlich noch eine junge Familie. Dann gucke ich aber direkt mal. Alfons, weiß ich eigentlich. Ja, da Musik und Tanz. Bei Kirsten schaue ich mal, ob ich vielleicht heute dran komme. Ob wir mal rausfinden, was denn ihr Hobby eigentlich ist. Vielleicht auch Natur. Vielleicht sollte ich sie mal ein bisschen draußen rumschicken. Manchmal ist es ja tatsächlich etwas, was die Eltern auch haben. Also sehr häufig sogar. Wie geht's dem Enzo? Oh, hör mal auf. Geh mal ans Telefon. Miau, miau, miau. Kann ich... Nein, die ist gerade... Die schläft. Genau, du gehst mal auf die Toilette. Ja, mit den Katzen müssen wir auch ein bisschen Freundschaft noch angehen. Das hat jetzt hier gar nichts gebracht. Sind beides Männchen. Ja, heißt ja eigentlich auch Enzo und... Können wir mal liebhaben, knuddeln, liebhaben, Leckerchen geben. Kommando müssten wir ihm auch nochmal irgendwie beibringen, aber ich gehe mal Finger wackeln. Ich guck mal, was ihm eigentlich noch fehlt. Für die Beförderung auf jeden Fall keine. Ansonsten... Oh, Toilette benutzen. Ich mach mal ein bisschen vor. Komm her, Liborius. Hab mal ein bisschen... Ach, guck mal. Das hat doch toll was gebracht. 62, sehr schön. So, dann guck mich mal nach Manuela. Genau, du kannst jetzt auch aufstehen. Dann zieh dir mal was an. Dann kannst du hier nochmal das betrachten. Um die Ecke ist ja leider nicht sehr viel, was ich hier aufhängen kann. Nee, nicht lernen. Warum denn lernen? Betrachten. Und dann könnten wir eigentlich, warte mal, Natur, was kannst du denn schon? Wandern gehen, Teil über Heim und Garten lesen. Okay, ich würde mal, guck mal, das kannst du untersuchen. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber dann kannst du Insekten aufspüren. Warte mal, lass mich mal gucken, ob sie das, ach nee, habe ich noch gar nicht mitgemacht mit ihr? Oder da, oder ist es das, was hier hängt? Das kann auch sein. Ich habe jetzt übrigens, diese Plaketten, die man ja hier so bekommt, die würde ich dann immer in die Schlafzimmer der jeweiligen hängen. Und wenn die dann halt gestorben sind, erstmal irgendwie in so eine Galerie oder so aufhängen. Oder ich weiß es noch nicht. Das zeigt sich dann. So, die Kids sind zu Hause.
Okay, du bist schon mal hier. Spaß und so wäre ganz gut. Betrachten, 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 betrachten. So, Alfons ist hier oben. Der will erstmal schlafen. Ich lasse ihn auch hier schlafen, oder? Ach so. Betrachten, betrachten. Und dann gehst du hier ins Bett. Ich muss bei ihm auch mal gucken. Er hat silberne Augen, ist das richtig? Weil ich tatsächlich, graue Augen und blaue Augen nicht unterscheiden kann. Wobei die beiden haben zweimal unterschiedliche Augen. Das ist mehr grau. Und das blau? Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube, ich habe ab und zu, also ich habe wirklich auch ab und zu, einen kleinen Fehler. Also, dass ich die Farben nicht hundertprozentig auseinanderhalte. Also gerade wenn es ähnliche Farben sind, also so eine Sehschwäche. Ich habe eigentlich oftmals mehr das zwischen Blau und Grün, habe ich das so bemerkt. Also was, ich sage jetzt mal grob Richtung Türkis geht, ja, wenn es richtig grün ist, wie hier, oder blau, wie da. Das erkenne ich schon, aber wenn es halt die Farben sich ziemlich annähern, dann wird es schwierig. So, du gehst mal hier erstmal ins Bad und dich würde ich erstmal an die Hausaufgaben schicken. Genau, so. Naja, gut. Mit dem Bruder dürfen wir noch. Oh, er kennt doch einige hier. Oh je, stimmt, der. Jens Jensen, dem jetzt auch irgendwann mal kalt geworden irgendwo. Entschuldigt, meine Nase ist mal läuft mal wieder. Oh, sorry. So, wo ist denn die andere Katze bei dir? Oh, Enzo hast du noch gar nicht kennengelernt. Interessant. Na gut, okay. Der Enzo, der schläft jetzt sowieso. Carsten? Wie weit seid ihr denn? Wo ist er denn? Ach, da. Wie geht's dir? Okay, dann hören wir auch mal hier auf. Und du gehst. Ach Gott, du gehst mal selber auf die Toilette. Manuela ist draußen. Und dann gehst du, glaube ich, erstmal ins Bett. Ach so, Manuela hatte ja. Der ist kalt. Komm mal bitte rein. Auch wenn vielleicht das warm macht gerade. Komm mal kurz rein. Alfons wird morgen älter. Oh, wir haben schon 18. Sprudelbad nehmen. Eigentlich, ich meine immer, Sprudelbad müsste oder sollte doch helfen. Mit dem warm werden. Ja, genau. Super. Oh, da können wir dann noch was essen aufladen. Einmal säubern und napfeln. Und dann kannst du mal gucken, was wir im Kühlschrank momentan haben. Ja. Dann muss ich mal gucken. Erziehung können wir danach noch lernen, auch wenn sie noch ein bisschen Spaß knapp wird. So, danach kannst du einmal das betrachten, das hier und dann gehst du ins Bett. Er schläft noch. Carsten auch. Gehen wir zu Manuela. Die lernt. Das macht sie wieder hier vorne. Und wir müssen nachher noch mal das hier füttern. Genau. So, ich wollte ja bei Kirsten schauen, wegen ihrem Hobby, ne? Hatte ich noch so schön gesagt. So, aber du kannst hier aufstehen und du gehst erstmal direkt an die Hausaufgaben, auch wenn du Hunger hast. Aber
ich würde jetzt mal so sagen, ich versuche es mal zumindest einen Teil davon. Es war nicht mehr ganz so viel im Kühlschrank, richtig? Dann würde ich nämlich sagen, genau, Omas Supersuppe bei der Kälte ist es was Tolles. Sie lernt. Kirsten, gucke ich mal. So, sehr schön, ganz cool. Gut, er hat jetzt ja ein bisschen weitergemacht, dann kannst... Oh, ich dachte schon jetzt, das Baby kommt, aber okay, das würde wahrscheinlich heißen, am nächsten Tag 23 Uhr, oder? So würde ich das jetzt fast sehen. So, säubern, Fische füttern und beobachten. Das ist auch Natur, sehr schön. So, ich wecke sie nochmal auf. Das macht ihr tatsächlich Spaß. Wie süß. Oder? Hallo. Ich finde aber auch solche Aquarien echt schön. Vivi. Wobei ich bis zum nächsten Mal mit Sicherheit nicht mehr weiß, dass es um 23 Uhr bei ihr war. Das weiß ich mit Sicherheit nicht mehr. So, ihr drei. Super. So, wir essen immer noch und quatschen miteinander. Mit dem Papa und mit der Schwester ist schon mal ganz gut. Und genau, wir machen das auch. Was macht er jetzt? Entspannen. Nee, komm mal hierher, räum mal auf. Und das hier machst du weg und du gehst nochmal eine Runde baden. Und der Alfons, ach, der räumt irgendwas auch kurz mal weg. Was ist denn mit unserer? Ah, guck mal, das kannst du reparieren danach noch. So, wo ist denn er jetzt hin? Okay, egal, auf jeden Fall benutzen, duschen. Dann kannst du nochmal, keine Ahnung, das hier betrachten. Dann kommst du hier rein, betrachtest das hier und das hier und das hier. Und dann gehst du nochmal den Rest der Hausaufgaben machen. Und die Kirsten, genau so, Kirsten. Ich würde gerne, schauen wir mal, beobachten. Beobacht mal die Fische. Dann bin ich mal gespannt. Dann könnten wir zum Beispiel noch mit ihr weil das müsste ja jetzt Natur sein, rein theoretisch, ne? Scheint aber nichts zu werden. Also Natur war auch oben auf jeden Fall eingedingst. Also dann kannst du mal eine Runde schwimmen gehen. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht irgendwie was gemacht. Sie hat ja, was hat sie denn gelernt? Kreativität, Logik, Charisma, Mechanik und Kochen. Also dann müsste es Basteln nicht sein, sonst hätte zum Beispiel Mechanik angedingst. Kochen ist es auch nicht. Spiele weiß ich nicht, ob sie da Logik, Wissenschaft, ne, müsste Wissenschaft sein. Das müsste dann auch nicht sein. Okay, wir gucken mal. Geh mal. Ich bin jetzt mal ein bisschen bei ihr. Sie schläft. Und er geht jetzt doch nochmal entspannen. Ah, er hat Sport. Dann würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, immer Fitness. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Fitness ist, glaube ich, Schwimmen dabei. Genau. Und bei Sport ist Körbe werfen dabei. Genau. Dann gucken wir mal, ob es hier klappt. Ja. Wieder Papa Sport. Okay, super. Dann mache ich das. Schreibe ich das bei mir auch gleich mit rein. Okay, und dann macht sie auch hier Körperpunkte. Sehr gut.
Es macht ja auch super Spaß. Aber jetzt gehen wir baden, damit es nicht zu kalt wird. Und dann gehst du nochmal schlafen. Und einen Körperpunkt nach dem anderen. Ja, super doll schnell gewesen. Aber wir müssen noch ein bisschen schlafen, weil die Schule ja schon wieder gleich anfängt. Es ist ja hier Donnerstag. Oh. Okay, du spielst noch eine Runde. Aber mir wäre es lieber so betrachten und dass du auch noch mal eine Runde schlafen gehst. So. Oh. Manuela. Manuela geht hier einmal baden. Kannst du abspülen. Dann kannst du vielleicht das noch betrachten und das. Und dann gucken wir mal, ob wir was essen nachher gleich. Mal gucken, wo er das abspült. Da. Hast du jetzt eigentlich das repariert? Nee, immer noch nicht. Komm mal runter. Also hier mal eine Folge in der Familie. Ich weiß auch nicht, die ist irgendwie nicht so, dass ich so lange bin. Aber wisst ihr was, ich jetzt gerade... Ich mag ein paar Fische hier dran machen. Da sind sie. Die hier? Die dunkleren. Finde ich nämlich ganz niedlich. Die du übrigens auch betrachten kannst. So. 6.24 Uhr. Ich guck mal, die beiden Kids schlafen, ja. Gut. Und er repariert. Hat's geklappt? Hat's geklappt? Nein. Was ist denn los? Schneefrei! Ach, wie cool. Wir müssen nicht in die Schule. Dann können wir weiter schlafen. Hat es jetzt geklappt? Ja, Gott sei Dank. So, ich glaube, auf die Toilette war noch oder so. Genau, so. Einmal das und das. Und dann gucke ich jetzt direkt... okay, Verhalten im Brandfall wäre mal ganz gut, wenn jemand das weiß. Oh! Okay, dann reparier das da drüben mal. Ja, dann können wir das dann nutzen. So, was müssen wir denn unbedingt noch lernen? Okay, er darf wahrscheinlich so einiges noch lernen. Ich würde mal hier anfangen mit Sauberkeit. Und bei ihr eigentlich auch Sauberkeit noch. Aber sie schläft erst nochmal. So. Und dann können wir was essen. So, meine Güte. Ja, ich glaube, ich sag jetzt auch gleich ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Ich gehe jetzt nämlich auch essen. Es gibt jetzt Pizza und freue ich mich schon drauf. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Dann geht es zu Familie Sims. Und da kommt ja unser Stefan Junior mit seiner neuen Flamme, oder? Kommt die schon direkt mit? Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall, Stefan kommt vom College. Ich sag Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.